Heute kümmern wir uns um eines eurer absoluten Lieblingssupplements, nämlich den Booster. Mache den zu einem Premium-Booster, indem ich ein paar Ingredienzien hinzufüge. Denn anders sind die Premium-Booster meistens auch nicht gemacht. Also insgesamt würde ich sogar sagen, ist es am Ende doch wieder günstiger, aber vor allem viel effektiver. Ihr müsst nicht mehr darauf hören, was der beste Booster ist, sondern mischt euch einfach den definitiv besten. So, weg da, man muss mich ja auch sehen. Hallo zusammen, hier ist euer Gotti und jetzt mal ein etwas anderes Video und ein sehr praktisches. Heute kümmern wir uns um eines eurer absoluten Lieblingssupplements, nämlich den Booster. Und um euch die ganzen Kopfschmerzen zu ersparen, welcher ist denn der beste Booster und ich muss neue Reviews angucken und ist der von Body IP besser als der neueste von Gannicus und so weiter, macht euch da bloß nicht so viel Gedanken. Denn es ist im Prinzip ganz simpel mit den Boostern und es ist als das Trendsupplement schlechthin seit einigen Jahren, wo man direkt den Effekt spürt, natürlich auch dementsprechend viel Marketing-Sache. Damit will ich nicht sagen, dass die gängigsten und gut getesteten Booster schlecht sind, aber ihr könnt es selbst eigentlich viel besser. Es gibt eine ganz simple Formel, nach der jeder seinen besten Booster zusammenstellt. Und das ist einfach die Ingredienzien zusammensuchen, die tatsächlich nachweislich recht effektiv sind, um euch ein super Workout zu bescheren. Und das sind relativ wenige. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich meinen Booster mische und was ich und warum ich es als Grundlage benutze. Keine Sorge, wir gehen hier nicht zu sehr ins Detail. Wer den so nicht mischen möchte, der tut es eben einfach nicht. Die anderen, viel Spaß dabei. Insgesamt seht ihr, dass hier schon eine ganze Menge Ingredienzien sind. Habt keine Angst, dass das Ganze viel zu teuer wird. Natürlich ist es günstig, wenn ihr einen Fertigbooster holt, der zwischen 15 und 40 Euro kostet, je nachdem. Und ihr habt meistens immer so um die 20 Portionen. Das ist erstmal, da habt ihr alles zusammen und müsst nicht auf einmal so viel Sachen holen. Denn jetzt habt ihr den plus noch einige Ingredienzien, die alle so um die 15 bis 20 Euro kosten. Dafür eben nur einzelne Ingredienzien sind. Das wirkt erstmal teuer, aber glaubt mir, das sind nicht nur 20 Portionen. Damit kommt ihr verdammt lange hin. Also insgesamt würde ich sogar sagen, ist es am Ende doch wieder günstiger, aber vor allem viel effektiver. Ihr müsst nicht mehr darauf hören, was der beste Booster ist, sondern mischt euch einfach den definitiv besten. So, jetzt zeige ich euch einfach mal, was ich als Grundlage benutze. Die Grundlage für mich ist ein Booster. Ha, das klingt jetzt ziemlich komisch, oder? Ich nehme bereits schon einen Booster, in diesem Fall einen sehr günstigen Booster. Aber was benutze ich daraus? Warum mache ich das? Eigentlich mache ich das nur aus einem Grund. Ich könnte auch normales Koffein holen. Koffein aus der Apotheke in Form von Tabletten, Pulver, sonst irgendetwas. Allerdings nehme ich mir meistens einen günstigen Booster und mache den zu einem Premium-Booster, indem ich ein paar Ingredienzien hinzufüge. Denn anders sind die Premium-Booster meistens auch nicht gemacht. Und warum mache ich das? Hier ist Koffein drin. Ich nehme es quasi als etwas teureres Koffein, aber auch Geschmack. Und den Geschmack von so manchem Booster mag ich. Hier hätten wir so ein Beispiel. Das hier ist ein ziemlich günstiger Booster, der eigentlich nicht in die besten Liste gehört. Das Schöne an dem ist, er ist blau. Ich liebe alles, was blau und grün ist, zu trinken. Gott, ist das schön. Und der hier hat einen richtig tollen Geschmack. So einen typischen Energy-Booster-Geschmack, der einem schon einen Kick gibt, alleine schon, weil er schmeckt. Dann ist ausreichend Koffein drin und der Rest interessiert eigentlich nicht. Jetzt schaue ich mir bei so einem Booster einfach an, was er hinten drauf zu bieten hat. Und dabei interessieren mich nur ein paar Komponenten. Ist Kreatin drin? Wenn nicht, kommt es dazu. Wenn es drin ist, gut. Und das ist auch ganz egal. Monohydrat, HCL, sonst irgendetwas. Völlig wurscht. Kreatin ist meistens Kreatin. Da wird kein Fälschungsprodukt drin sein. Was ist an Aminosäuren drin? Vor allem die Aminosäuren, die sich auf Training auswirken. Arginin und alle Formen davon, das heißt AAKGs und Citrullin. Die teuren Booster, und das ist so ein Geheimnis, haben meistens ziemlich viel davon. Heutzutage 6, 7 Gramm und teilweise sogar von beiden Einheiten. 7 Gramm Citrullin, 7 Gramm AAKGs. Oh ja, das ist eine ganze Menge. Aber das macht den Booster meistens auch nur teurer. Naja, ich schaue, was da drin ist. Die alten Booster und die schlechten Booster haben meistens nur so 0,5 Gramm. Was für ein A ist, braucht ihr nicht. Und deswegen werden die dann aufgefüllt. Und dann macht ihr den günstigen eben zu einem teuren Booster, denn nichts anderes, wie gesagt, haben die teuren Booster meistens dann als Zusatz drin. Alles andere, Pfeffer, irgendwas, Extrakt und Grünkern, sonst was, diese ganzen exotischen Sachen, die darin kamen, es gibt keine Studien und Referenzen, dass die wirklich irgendetwas für euer Training Positives bewirken. Es sind meistens nur ganz wenig Sachen.
Koffein, um euch den Kick zu geben als Stimulanz hier. Wollt ihr kein Koffein, lasst es einfach raus und nehmt euch eine andere Grundlage. Und natürlich Arginin-Formen, Kreatin sollte immer dabei sein. Aber da müsst ihr das auch nicht unbedingt in Booster tun. Wenn ihr so den ganzen Tag damit voll seid, soll es auch wirken. Und dann höchstens, wenn ihr ein bisschen was spüren wollt, sowas wie Beta-Alanin. Ende. Ich nehme den jetzt und was mache ich damit? Es kommt in meinen Shaker. Ja, ein Shaker gehört auch dazu. Wasser. Ich nehme immer so 300, 400 Milliliter. Man kann natürlich weniger nehmen, wenn man nicht gerne so viel vorher trinkt. Oder mehr würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Dann trinkt lieber Wasser. Baller etwas von dem rein. Was ich auch mal ganz gerne nehme, sind die Booster von MyProtein. Keine Werbung an dieser Stelle. Oder auch den BSN No Explode Booster. Da ist eine ganze Menge Zeug drin. Aber da merke ich, da spürt man was. So, man sieht schon, es wird richtig schön blau. Gott, wie ich das mag. Und jetzt geht es los. AAKGs. Davon eine ganze Schippe, denn ich möchte davon so um die 6-7 Gramm haben. Empfehle ich euch, versucht es mal. Je nachdem, wie viel ihr wiegt, braucht ihr natürlich nicht ganz so viel. Aber nehmt euch davon mal einiges rein. 5 Gramm sollten mal für jeden ein Test sein. Denn das macht den Pump aus bei den meisten Pump-Boostern. Citrullin. Eigentlich auch ein Arginin, aber in anderer Form. Beides zusammen höchst effektiv. Dann, manche mögen es nicht, manche mögen es, manche sagen, es ist effektiv, manche nicht. Beta-Alanin. Ich mag das Kribbeln, warum nicht? Kommt auch noch rein. 5 Gramm davon. Kreatin habe ich hier schon drin. Ansonsten tut Kreatin rein. Ihr könnt Kreatin reintun in Form von normalem Kreatinmonohydrat oder einfach etwas komplexere HCL. Es gibt eine ganze Menge davon. Tut da auch noch mal so 3, 4 Gramm davon rein. Das reicht dicker aus. ERAs kann man vorher reintun. Habt ihr einen Proteinshake eine Stunde vorher genommen, braucht ihr das nicht. Alles noch im Aminospeicher. Und dann ordentlich schütteln und runter damit. Ungefähr eine halbe Stunde vor dem Training. Das ist es. Hier drin ist jetzt ein Premium-Booster, wofür ihr sonst wirklich viel Geld bezahlt. Und dann ist da eben noch eine ganze Menge anderes Zeug drin. Das haben wir hier auch. Hier ist sicherlich noch irgendein Quatsch drin, den man nicht braucht. Ich brauche Geschmack und Koffein. Versucht's mal. Nehmt euch einfach als Basis den Booster, den ihr mögt, aber einen günstigen. Und dann mischt ihn eben noch auf. Oder nehmt einfach nur Koffein. Oder lasst Koffein ganz weg und macht euren Booster nur aus Kreatin, Arginin und das, was ich reingetan habe. Das sollte es schon gewesen sein. Das ist der beste Booster, den ihr bekommen könnt. Nun ja, versucht es einfach mal und wenn er genauso kickt, und meistens ist der Kick eh nur von Koffein, dann super. Wenn ihr genauso einen gleichen Pump habt, hey, dann habt ihr es mal endlich durchschaut. Es ist gar nicht eine groß wissenschaftliche Sache, wie die zusammengesetzt sind. Es sind einfache Ingredienzien. So, ich hoffe, das hat euch geholfen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da. Wenn nein, gut, dann eben nicht. Und wenn ihr weiterhin solche Tipps wollt, kommentiert und abonniert. Ansonsten, das war's für mich. Ich booste mir jetzt ein. Bis bald, euer Gotti.